Hi Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Wir möchten eigentlich die Hauptmission so gut wie weitermachen. Eigentlich haben wir nichts mehr wirklich, was wir tun können. Können wir mal gucken, aber eigentlich hatten wir alles mit dem Brett fertig. Wie kann ich da hin unten scrollen? Keine Ahnung. Details vielleicht? Ich drücke Plus, aber passiert einfach nichts. Geil. Warum auch immer das unten angezeigt wird, ist egal. Ziel. So. Ah, guck mal. Wenn ich das hier mache, kann ich mit Ziel jetzt runterscrollen. Aha. Das gibt's ja. Wir sollten aber irgendwie suchen, habe ich in Erinnerung. Ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Aber eigentlich. Nee. Ist egal. Wir könnten noch ein bisschen trainieren, ne? Unser Vater, glaube ich, haben wir schon trainiert. Ach, dann porten wir uns einfach hier. Rhea kann es trainieren. Oh, bestimmt irgendwas mit Gläubigkeit oder sowas. Oder nur Glaube halt. Da lang. I hear that you participated in the fishing tournament. I appreciate you take. Ja. Fortbildung. Oh, wir dürfen nicht mehr. Ich darf aber auswählen. Okay. Ja. Hättest du auch gleich sagen können, du hast keine Punkte mehr oder so. Na gut, dann haben wir halt das doch schon fertig. War Rhea da auch schon? Oder wurde erst jetzt geladen? Hm, egal. Wir beenden mal. Und gucken, was wir jetzt machen können. Genau, wir hatten geguckt, was diese Ausrufezeichen zu sagen haben, aber. Hm. Ja, wir bestimmen es selbst natürlich. So, wir haben 5 Stück. Hildegard auf jeden Fall. Schwert. Stärke. Magistra Bonus. Wieso Magistra Bonus? Okay. Palga Masuil. Ah, weil wir jetzt die Statue verbessert haben. Das erhöht also hier die Werte. I'm improving. Thank you. Gut. Ah, scheiße! Nein, es war sie ist ja... Oh, Axtkämpferin. Ich bin so ein Trollo. Ich meine, sie hat auch Begabung dafür, aber... das war jetzt verschwendet. Immerhin das verbessert. Feuer erlernt. I'm getting closer. So, Hubert, du bist mir nicht ganz so wichtig. Die sind einfach alle auf Max, ne? Nee. Sylvain nicht, aber... Boah. Scheiße. Wollen wir dich mal machen? Nee, ne? Petra ist wichtig. Hast du irgendwelche anderen Begabungen noch? Nee, ne? Hauptsächlich Schwert und Bogen, aber... I have understood. You are giving me praise? I will get more soon. I have understood. Your God. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Bogen. So. Dorothea. Bernadette vielleicht noch? Oder Casper vielleicht? Ja, Casper, komm. Hier ist unser Axtkämpfer. Thanks for your help. So, Linhard vielleicht? Ferdinand? Wir möchten ihn noch trainieren. Bernadette auf jeden Fall. Bogen. Also sie ist eigentlich schon gut mit dem Bogen, ne? Dann machen wir mal hier ein bisschen Reiten. I got it right. Hey. I got it. So. Dorothea nehmen wir noch mit. Oh, hier ein Level Up. Warum nicht?
Was ist das denn? Hexklinge. Was auch immer das ist. Schwert Level 3. Sehr gut. So, nehmen wir nochmal ein bisschen hier das Buch. Komm schon. Ja, nochmal loben. Ah, wir haben's. Sehr gut. Jetzt geht das von runter auf hoch, ne? Fähigkeit Weißmagie. AW plus 20 erlernt. Sehr gut, genau. Und jetzt ist das positiv. Sehr nice. Dann gleich mal hinten drauf. Oben drauf, so. So, wir haben keine Punkte mehr. Ihr müsst leider ein bisschen noch warten. Ah, ich hätte die schon alle ganz gerne noch mal ein bisschen hier. Wir haben einfach 20 Punkte. 1, 2, 3, 5 Stück hätten wir gebraucht noch. Wow. Einfach mal das Doppelte von dem, was wir haben. Na gut, Gruppenaufgaben. Was haben wir denn da? Stall. Luftsicherheit. Unkraut. Was können wir denn da machen? Nochmal wieder Bernadette. Die haben wir irgendwie immer dabei. Flame nehmen wir mal. Das bringt am meisten? Ja. Na gut, dann machen wir es halt so. So. Ziele. Was haben wir denn an Zielen? Das passt eigentlich. Die beiden haben zwei. Lassen wir auch erstmal so. Bogen, Lanze, Lanze und Buch. Lanze? Ach ja, doch. Genau. Okay, dann go. Let me ask you something. Ja, dann frag uns mal was. Ich versuche, das Herz eines Mädchens zu erobern. Das hat nichts mit Unterricht zu tun. Doch all die Geschenke und Süßheitsraspeleien führen zu nichts. Weißt du, wie ich ihr Herz für mich gewinnen kann? Höre eine Weile auf, dich mit ihr zu treffen. Ich glaube, das will er nicht hören. Führe ein ernsthaftes Gespräch mit ihr. Sei einfach du selbst. Is that right? Ja. Wow, das hat aber viele Punkte gebracht. Nice. Alter, das waren 1000 Punkte oder was? Krass. Eine Frau muss auf sich selbst aufpassen können, oder? Erlaube mir, meinen Schwertkampf zu verbessern. Dann kann ich mich gegen jeden verteidigen. Man kann mit einem Schwert auch künstlerisch arbeiten. Trainiere Schwert und Vernunft und was für sie. Trainiere die Schwertfähigkeit, mit einer Schwertkampfklasse zu wechseln. Nein! Du machst beides weiter. Schwert bleibt Schwert. Ich weiß nicht, ob die dadurch mehr Erfahrung kriegen, wenn ich jetzt nur eine Sache mache, aber... Wir sollen lieber zwei machen. Oh nein! Das ist unmöglich! Professor, es ist finished. Nur gut? Wow. Bei den beiden hätte ich eigentlich gedacht, das wird ein bisschen besser, aber... Oh, schön. I'm getting it. I grasped it. How lovely. Sagite? Was ist das denn? Hm, werden wir schon irgendwie rausfinden. So, wir haben hier irgendein Event nochmal. Wo ich immer noch nicht weiß, was es genau macht, aber hey. Seminar haben wir eh nächsten Tag noch. Das ist also irrelevant. Kampf können wir machen, weil wir dann einen Auftrag hatten, ne? Diese Kämpfe abseits der Hauptgeschichte drehen sich um bestimmte Einheiten in deinen Reihen. Wenn du sie gewinnst, erhältst du spezielle Items oder Bataillone, die mit den beteiligten Einheiten in Verbindung stehen. Cool. Ah, das sind die Ausrufezeichen-Dinger. Da muss man also dann die Nebenquests machen. Manche Nebenquests drehen sich um Einheiten, die nicht zu deinem Haus gehören. In diesem Fall kannst du diese Einheiten kontrollieren, als wären es deine eigenen. Aber sie erhalten weder Erfahrungspunkte noch Items. Na toll. Und soll ich das dann tun? So, wir können die machen. Die bringen bestimmte Items. Sylvain will nicht untätig zusehen, als er erfährt, dass die Diebesbande, die sein Bruder Miklan einst anführte, auf dem Gebiet des Markgrafen Gautier weiter Unruhe stiften. Hm. Verfügbar bis 22.02. Ja, aber das ist doch... Oh, komm schon. Ich muss das hier auch noch machen. Ich habe auch noch mal 3 Stück. Ich habe nur einen einzigen Punkt. Das ist voll die Verarschung. Hm.
Und wir machen das hier. Oh, mittlerweile auf Level 13. Uha. Mondzwerg auf der Straße ist optional. Das brauchen wir gar nicht erst versuchen, weil wir haben so viele Quests. Kann man sich die Punkte hier auch irgendwie erhöhen für Nebenquests? Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal das für Sylvain. Ja, komm. Ausdrücken zum Einsatz, die Vergessenen. Ja. Ich will ein bestimmtes Item haben. Mal gucken, was das da ist. Yep, wir speichern. Ja, da ständen erhalten Fähigkeiten-Erfahrung. Wenn irgendwas passiert. Gut. Die Vergessenen. Feld der Adler und Löwen. Genau. Das ist unsere nächste Hauptstory. Hey, Professor. You're looking lovely as ever. Are you working today? You gotta take a day sometime. Get out in the world and have some fun. Das ist keine üble Idee. Wenn er schon sagt. Right? Sometimes you gotta forget all the things you ought to do and focus on what you'd rather do. Hey, we should go get something to eat. My treat. What? I can't invite my professor to dinner without it being a scam? okay, fine. You got me. I need to ask a favor. And I wanted a way to work up the courage to ask you. ein Gefallen? Es hat nicht, es geht um ein Mädchen. Machen wir. Es passt gut zu. No, for once, it's not about a girl. There are thieves in my family's territory. I was wondering if you'd go with me to drive them off. You remember the thief leader you fought at Conan Tower, yeah? Dein Bruder? Yes, Miquelon. He was the oldest son of House Gautier. Ach, so war das gemeint. What's left of his band of thieves is causing trouble in Gautier territory. My father has asked me to come home and put down those murderous jerks. But he's asked for me to come alone. No knights, no backup of any sort. That's crazy, right? Yeah. Ziemlich sogar. And the way my father is, he probably has some other motive that I'll never know. Maybe he just wants me to get some more experience in battle. A crazy way to suggest it, though. Anyway, I'm not going alone, no matter what he asks. I'm going to ask some of the others in our class to help, too. But none of us have your experience. If you'd come with us, I'd be grateful. Aber sicher, nehmen wir starten. Vorbereitung treffen, ja. Great. Direkt starten. I'll talk to the others and see who's in. Thanks, Professor. Na, hoffentlich alle. Hallo, unterstützen. Teamwork und so. Sorry to trouble you. I am grateful. Empfänger von Geschenken diesen Monat. Okay. Thank you. Dessert hätte ich auch gerne in meinem Team. Die ist irgendwie cool. So, Einheiten. Nein, Einheiten. So. Euch darf ich gar nicht loswerden. Okay. Flame? Warum bist du blau? Warum hast du eine blaue Schrift? Bist du nicht dabei? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Charakterinfo umschalten. Wow. Liste. Ja. Sie. Hä? Was war denn das? Jetzt habe ich das Zeichen weggemacht und weiß nicht, wie ich es hier machen kann. Es kann auch nur einen eingesetzt werden. Ah. Den möchte ich ihn weglassen. Ich meine, wir haben den Heiler, ne, mit Linhardt. Sie ist auch eine gute Heilerin. Wahrscheinlich. Bogenschütze weg? Wir können uns erstmal das Kampffeld angucken. Unterstützung, zurück, Karte. Da. Mal ein bisschen raus. Wow. Moment. Was ist denn das? 2, 3, 4. 5, 6, 7. Haben wir nur 7 ein... Ach, hier sind noch... Oh mein Gott. Warum sind die jetzt so verteilt? Okay, wir haben 2 Nahkämpfer. 3 Fernkämpfer. Na, warte mal, ein
ein Heiler. Hast du auch Heilkräfte? Ich glaube, sie kann auch heilen, oder? Ich habe es nie wirklich ausprobiert, weil ich die Leute mal daneben gestellt habe, grob. Und dann sie auch mal angreifen lassen habe. Das sind ja richtig viele Gegner, alter Schwede. Level 13. Okay. Und alles Bogenschützen, alter Gevatter. Okay, dann ist es gut, dass ich hier zwei Fernkämpfer auf jeden Fall dabei habe. Das kann echt hakelige Situation werden. Okay, mal bei Lanzenkämpfer. Und du, das ist gut, dass du da bist. Und du hier. Ich würde schon fast so lassen. Diebesanführer. Hä? Warum ist der direkt neben uns? Können wir ihn töten und dann haben wir gewonnen, oder was? Ne, hier ist noch einer, okay. In jeder Ecke. Ja, genau. Okay. Na, außer hier unten. Okay. Unterstützung. Haben wir nichts mehr. Ich will uns zwischen den Einheiten anzeigen. Genau, du hast B mit Bernadette. C. Okay. Das brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Zurück, System. Nee. Ich glaube, das reicht so. Komm, lass mir speichern und dann starten wir die Mission mal. Sieht echt schwer aus. Alle Gegner werden besiegt. Okay, wir müssen jeden besiegen. Beides Edelgard oder Sylvain wird besiegt. Okay, we've got the thieves covered on both sides. Some of the thieves are still carrying what they stole, so we have a chance to get it back. Okay. Gotta be careful though. They'll run off faster than a nobleman's daughter if we just rush in. Er müsste auf der Hut sein. Wenn wir zu ungestüm sind, laufen sie schneller davon, als wir den Mädchen. Welche Bollwerke? Ah, die Türen. Okay. So, und wo sind jetzt die Leute? Ihr. Okay, wir dürfen also nicht zur Mitte, weil sonst rennen die weg. Jedenfalls interpretiere ich das jetzt mal so. Wir sollen erst die Tore einnehmen. Hier wollen die scheinbar nicht raus. Okay, aber hier. Ah ja. So. Was sagt uns das? Da hier nur Bogenschützen sind und keine Nahkämpfer. Na doch, da ist einer, ne? Den können wir gleich mit mehreren Bogenschützen oder Fernkämpfern kaputt kriegen. Oh no. Ah, ich darf da nicht rein. Bringt mir das was? Kampftechnik. Ich könnte angreifen. Ich will auf jeden Fall schon mal 10 Schaden machen. Was mit dir einfach? Hier. 18. Hat er noch 10? Ist die drauf? Und wäre das weg. I am Ferdinand von Eyre. Uff, das sind ganz schön viele hier. Er greift zweimal an. Aber mit 50% nur. Aber er könnte beide mal treffen. I'm on it. Und du? Okay, du wärst instant tot mit einem Schlag. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Was hast du für eine Reichweite? Nicht so groß. Das ist gut. So, wenn wir das erobert haben, müssen wir da jemanden drauf stehen lassen oder nicht? Das ist so die Frage. Hier würde ich auch schon fast lieber so machen. Starker Zug. Monsterschuss.
sogar besser als das. Ne, gar nicht. Der hat mehr Crit. Aber es verbraucht weniger Punkte. Und reicht auch. Das braucht 5, das 4. Dann nehmen wir doch eher das hier. Ja, komm. Den kannst du schon mal wegmachen. So, ich will am Anfang erstmal so viele weg haben wie möglich. My father is offering a reward for every thief and rogue we take out. The more you beat, the more you get. Just remember, you gotta take them down fast. They'll bolt as soon as they're hurt. Take the strongholds and we cut off their escape route. Das hast du schon mal gesagt. Besiege die Diebe, bevor sie sich zurückziehen. Du kannst Belohnung erhalten, je nachdem, wie viele du besiegst. Ja, ich muss ja erst dahin, bevor ich hier hingehe, weil wenn ich bestimmte Linie wahrscheinlich überschreite, wenn die loslaufen. Die vier. Was mit. Ach nee, Diebe. Kann ich eigentlich angucken, was ich so kriege? Ein Zauberstab? Okay. Energietropfen. Kurzspeer? Moment. Was macht denn der Energietropfen überhaupt? Erhöht Stärke, dauert. Oh. Tempofeder. Ups. Nein. So. Mit Geschwindigkeit. Oh, das ist auch nice. Oberstufensiegel. Da kann ich Geld mitsparen. Ring der Göttin. Ein Ring, der mit dem Schutz der Göttin gesegnet ist. Heilt jede Runde KP. Nice. Das kann echt nicht schaden, wenn ich jemanden mal alleine irgendwo hinschicken muss. So, Frage ist jetzt. Du kannst. Den da kaputt machen, ne? Ja, kannst du. Muss ich die Lanze des Untergangs dabei haben? Ja. Wenn ich schnell töten will, dann muss ich das. Ist nicht so schlimm. So, ich will das erobern und ich will das hier erobern. Liebesanführer. Wo greifst du? Ach, du greifst ja gar nicht an, ne? Nee. Du greifst an. Ist aber dein eigener Untergang. Euch drei. Der macht auch nicht viel. Das ist schon mal gut. Ja, dann machen wir das so. Du erledigst den hier. Angriff. Stahllanze. Warte mal, du kannst den gar nicht erledigen. Aber dich kann ich den ersägen lassen. Stahlschwert. Ja, hau den um. Und weg mit dir. Hätte ich gar keine Fähigkeit gebraucht. Ja doch, ich glaube, das hat die Crit-Chance erhöht. So, genau. Hau den mal um. Sehr gut. Ich könnte dich zurückziehen. Dann würden sie auf sie losgehen. Ja, machen wir. Angriff. Oder wir können den Langspeer benutzen. Moment. Dann können wir nämlich hier hin. Angreifen, Langspeer. Er kann sich dann nämlich nicht wehren. Macht aber auch nur 9 Schaden. Ist egal. Kriegen wir schon mal selber keinen ab. Das ist Wurfspeer. So, jetzt kann ich dich theoretisch dahin schicken, ne? Es sind immer noch 2 angreifen. Forstkämpfer und Axt. Meinst du dahin? Machen wir dahin, ja. So, was haben wir hier? Du wolltest den da kaputt machen. Angriff. Stahlschwert. Ja, nimm das Stahlschwert. Yep, hau mal drauf. So, dann könntest du eigentlich von hier aus. Wobei, nein, brauchst du glaube ich gar nicht. Dahin. 9 Schaden. 9? Ernsthaft? Moment, vielleicht brauche ich dich ja doch noch. Wobei.
Du greifst mal an. 7 Schaden kriegen wir ab. Ist okay. Ja, schade. So, und dann machst du den Rest. Nein, Bogen brauchst du jetzt nicht. Kannst aber... Der hat auch viele. Was ist das überhaupt? Mittelstarke Dunkelmagie verfügt über einen hohen Crit-Wert. Oh. Einfache Dunkelmagie reduziert bei Treffer Bewegung für eine Runde. Einfache Dunkelmagie versagt Treffer minus 5. Ist eigentlich egal, was wir machen hier. Töte ihn. You worked hard for nothing. Du musst halt nur aufpassen, weil dann mit der Waffe weiterhin ausgerüstet ist. In dem Sinne, ne? So, du greifst sie an. Das ist dumm. Aber mach das ruhig. So, du gehst da drauf. Das ist gut. Du gehst da drauf und du gehst auch auf sie. Ja, perfekt. So, dann sichern wir uns erstmal das oben und den hier unten. Dann geht ihr erstmal nach unten. Und was machen wir mit dem hier oben? Dann müsst ihr auch welchen schicken. Dann haben wir alle Ausgänge, ne? Weil da ist nichts. Hier geht auch keiner raus. Warum auch immer. Reicht es denn, wenn wir uns einmal darauf stellen, dann gehört das uns und dann gehen die da nicht mehr durch? Dann können wir einfach hin oder müssen wir da einen drauf stehen lassen? Ich will schon einen drauf stehen lassen, ne? Sicherheitshalber. Na gut. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter und ja, bis dahin dann. Ciao.